Guten Morgen aus dem Feingemacht Hundesalon. Ich wollte euch mal zeigen, Maggie, was ich jetzt gerade mache. Und zwar trimme ich die kleine Maggie hier. Und die hat einfach das weltbeste Trimmfell, was es gibt. Trim bedeutet ja das lose Deckhaar. Das stirbt irgendwann ab und liegt lose in der Haut. Und das kann man einfach rausziehen. Und ich zeige euch mal, wie toll das ist. Das tut dem Hund auch nicht weh. Und dann kommt, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, kommt hier nämlich eine neue, glänzende, kurze Fellschicht zum Vorschein, wenn man das alte Fell rauszupft. Kann man von vorne nach hinten, von hinten nach vorne machen, wie immer man möchte. Maggiechen. Das muss alle paar Monate gemacht werden. Schaut mal, wie toll das glänzt. Hammer. Hammer, hammer, hammer. Dafür brauche ich zwischen 50 und 75 Minuten. Das kommt immer ein bisschen drauf an, ja, wie dicht das Fell ist, wie der Hund auch mitmacht. Die Maggie hier macht das ganz toll. Und das ist einer meiner liebsten Trimmhunde, weil sie so artig ist und das so toll macht. Und hier sieht man jetzt auch, wie kurz die Schicht hier ist und wie lang. Das ist alles abgestorben. Und das sitzt lose in der Haut und das kann man einfach rauszupfen. Ja, viele sagen Rupfen dazu. Rupfen, oh, das hört sich, finde ich, so martialisch an. Zupfen kann man sagen, Handstripping oder Trimmen. Ne? Also wenn wir vom Trimmen sprechen bei Feingemacht, dann meinen wir immer dieses Zupfen, was man eben bei fast allen Terrierrassen macht. So, ich arbeite jetzt mal weiter. Der Maggie, wir machen jetzt mal weiter. Ja, Mäuschen. Also, liebe Grüße. Tschüss.